Jahren überhaupt abkommen. Nur so eine Art Tastsprache würde bleiben. Sie schreiben Briefe und wissen nicht, was sie geschrieben haben. Gemahne mich nicht des Gewesenen, denn ich hab gar keines, das ist Editha. Aber dort ist nicht Gedächtnis, nicht Erinnerung. Dort ist die Gondel, die schwebt und losgerissen taumelt über der meilentief in den Hochsommer versunkenen Stadt. Dort ist Editha. Melzer starrte René völlig gebannt an. Aber erst bei den allerletzten Worten begriff er, dass René hier wirklich jemand Anwesenden ansprach. Und mit einem Ruck hob er den Kopf und sah empor. Oben auf der Plattform, die behandschuhten Hände leicht auf die steinerne Brüstung stützten, stand Editha Schlinger und sah lächelnd auf ihn und René. Guten Stadtberger. Grüß Gott, Mälzerin. Was ist denn das für eine seltsame Konferenz und Konferenz? Geniert ihr euch denn gar nicht? Ihr tut, als ob ihr hier allein wärt. Und damit kam sie herab. Kommt zu mir. Oder habt ihr etwas vor? Otto kommt auch, der würde sich freuen. Zu essen habe ich reichlich für uns alle. René, Sie bekommen so zwischen 18 und 20 Liter dunklen Tee. In diesem Sinne will ich sagen. Auch Melzer nahm die Einladung an. In dieser Woche bekam Melzer Editha Schlinger noch einmal zu sehen, wenige Tage später am Freitag. Er hatte um 1 Uhr eben das Amtsgebäude verlassen, um essen zu gehen, als sie auf dem Trottoir ihm rasch entgegenkam. Ach Melzerich, das ist erstens reizend, dass ich Sie treffe und zweitens habe ich Glück. Sagen Sie mir nur, ob Sie vielleicht heute Nachmittag zufällig noch in die Stadt hineingehen? Und etwa gar in die Gegend am Graben kommen? Haben Sie etwas zu besorgen, gnädige? Ja, Melzerich. Sie können mich geradezu erlösen. Seit Tagen gelingt es mir nicht, meine Füllfeder zum Reparieren zu geben. Immer kommt was dazwischen. Darf ich Ihnen das Ding geben? Ich brauche es schon so dringend. Und das Reparieren dauert auf 14 Tage. Aber gerne. Ich muss heute noch dem Büro auf jeden Fall in die Stadt wegen kleiner Einkäufe. Ein Glück, dass es solche ordentliche Soldaten auf der Welt gibt, die einem etwas von dieser Art verlässlich erledigen. Und das sind sie auch so gezeigt. Beim Abschiede hielt er länger ihre Hand und sein Kuss darauf hatte einen winzigen Nachdruck. Aber bei solchen Gelegenheiten... Oh, warte auf den Fahrrad! Vor halb 6 Uhr machte sich René Stangeler auf den Weg zum Westbahnhof, um Grete Siebenschein abzuholen. In der kleinen altmodischen Wartehalle der Ankunftsseite war schon die Verspätung des Pariser Zuges angeschrieben. Ein gleichfalls verspäteter Schnellzug von Salzburg sollte jetzt einlaufen. René? Paula Pichler trat von rechts heran und wurde von René gebührend begrüßt. Sie gingen hinaus, um jetzt zu zweit die Thea Rockitzer zu erwarten. Von deren Zusammenhang mit Paula Pichler erfuhr nun René während der Viertelstunde, welche der Salzburger Zug noch auf sich warten ließ. Für Stangeler, der sich um Thea bisher nie im geringsten bekümmert hatte, sie war für ihn ein Anhängsel des Rittmeisters gewesen. Ja, ich habe schon gesehen, nicht, ich glaube, du fahrst mit dem Skit. Die Rockitzer damit plötzlich Bedeutung. Paula drang bis zu Melzern vor. Das heißt, sie fragte geradewegs nach diesem. Ja, Melzer. Melzer, das ist die Grundanständigkeit, aus der alles möglich ist. Auch der größte Schritt. Auch der zum Genie. Und der sich dabei selbst im Weg steht, weil er vor allem zurückschaut, was nicht einfach ist. Und was ist schon einfach? Am Ende ist alles wieder einfach. Aber wenn man das von Anfang an glaubt, ist man depp. Und Editha? Gibt es sozusagen in Wirklichkeit gar nicht. Sie ist nur ein Gespenst, eine Art Traum, eine Einbildung. Ich glaube, dass Melzer sich vor ihr fürchtet. Möglich, dass sie in ihn verliebt ist. Schon war der Boden belebt vom Donner des hereinfahrenden Zuges. Alsbald entquoll dem Zuge bei vielen geöffneten Waggontüren sein Inhalt. Und schon verlor man die Übersicht. Hier! Da erkannte René jemand ganz anderen unter den Reisenden. Jemand, den er als Eintreffenden und Ankommenden keineswegs erwartet hatte. Nämlich Editha Schlinger. Sie wurde gleich danach von einer entgegeneilenden Dame umarmt. Jene Distanz und eine durch einen Augenblick
da gerade niemand dazwischen lief, ganz freie Sicht auf dieses Paar, warfen Stangeler die Tatsache an den Kopf, dass Editha Schlinger-Pastré dort schlechthin zweimal ging. Doppelt. Dass die Umarmte und die Umarmende ein und dieselbe Person waren. Der kniff die Lieder zusammen und öffnete sie bald wieder. Er schüttelte sogar den Kopf, um die Augen zurückzuholen. Oh, die Batterie rausgegangen. Jetzt sich die gedoppelten Damen seiner Sicht und schon hatte er sie für Augenblicke in der Menge wieder entdeckt. Zwei Gesichter zweier Köpfe, die er bisher nur als eines gekannt. Indessen war Thea heran, hatte Paula begrüßt. Und auch René, den die Rockitzer hier mit dabei zu finden vielleicht etwas erstaunt war, musste sich ihr zuwenden. Paula lief erst von Thea ab, als René sie am Arm zupfte und zuflüsterte, was sie jetzt sehen sollte. Sie tat plötzlich einen kurzen Ausruf des Schreies. Kann ich nur, René, rasch? Und René tat sogleich, was sie sagte. Kann er fliegen? Ja, jetzt fliegt er. Vereinbarten Paula Pichler und Stangeler in den nächsten Tagen schon, und zwar am Mittwochnachmittag, einander zu treffen. Denn freilich, hier war das Bedürfnis, einen seltsamen Fall zu besprechen auf beiden Seiten. Nach 20 Minuten waren die Tore des Perrons neuerlich geöffnet. Das Paar war begünstigt. Die unwägbaren Umstände fügten sich. Und das vom ersten Augenblick an, als Grete Siebenschein auf dem Perron in seinen Armen war. Was ich nur wieder habe. Der Lift stieg durch das Stiegenhaus bis zur sonnenlich leeren Siebenscheinschen Wohnung. Denn auch die Alten hatten sich ein paar Wochen auf dem Lande gegönnt und weilten im Geusern, im Steirischen, von wo sie allerdings morgen am Samstagnachmittag zurückzuerwarten waren. Die flachen Koffer standen in einer Ecke von Gretes Zimmer uneröffnet. Die Kleider lagen auf dem Teppich und zarte Wäsche war vom Stuhle herab auf Renés Schuhe geglitten. Aber dies war keine losgerissene, taumelnde Gondel, dies war ein Schiff mit einem Fuß. Am folgenden Samstag war Grete Siebenschein damit beschäftigt, die Wohnung im Nötigsten für den Empfang der Eltern bereit zu machen, das Schlafzimmer zu durchlüften. Stangeler half ihr bei alledem und stand lange am ehelichen Lager des Hauses, mit großen Flächen weißer Wäsche fuchtelnd, worüber Grete von einem Gelächter ins andere fiel. Am Nachmittag fuhr Stangeler heim. Grete schickte sich an, ihre Eltern vom Bahnhof zu holen. Stangeler sollte am morgigen Sonntag nach. Weißt du, Papa, ich wollte in Weihnachten eine Pistole von. Leeren Nachmittag und Abend. Von. Erst gedachte er wieder der gedoppelte. Von Machotera und Pokémon, aber ich hatte schon. Aber ich wollte auch. 5 Uhr am Nachmittag. Ein Scooter! Ich spielte kein Skateboard, ich wollte ein Scooter. Ein Scooter ist leichter und schneller. Da klang das Telefon. Ein Skateboard ist schneller, aber ein Scooter ist nicht so gefährlich. Bin ich den ganzen Nachmittag und Abend nicht frei? Also für Mittwoch, ja. Eulenfeld, nachdem er einige Worte zu Stangeler gesprochen hatte, übergab den Hörer an Edith. Einen Augenblick lang fühlte sich René von Grete in einer unerwünschten Weise getrennt. Aber plötzlich empfand er sich auch dieser Linie ledig. War man doppelt, dann war man auch nicht wirklich. So schien sie jetzt. Ja, ich komme am Mittwochnachmittag zum Tee. Das Zimmer war groß, kühl, komfortabel. Als das Zimmermädchen gegangen war, ging Melzer in den Wintergarten, um Kaffee zu trinken. Er geriet hier auf den Gedanken, eine Ansichtskarte an Thea Rockitzer zu schreiben. Aber weil er nicht wusste, ob sie schon in Wien sei, unterblieb es. Er ging langsam die Straße hinauf. Bei der Post stand Asta in der Sonne. Sie begrüßten einander herzhaft und als wären sie gestern beisammen gewesen. Es geschah mit unverhohlenem Pokéball so machen. Schau, Papa, du sollst da Pokéball so machen. Was ist denn passiert? Und schau, schau. Ach, schon, da geht's zu? Papa, Papa, schau, schau, schau. Schau, Papa. Papa, schau. Nein, und schaue.
geht nicht zu. Solltest du wieder auf einer vermoosten und morschen Bank. Eine wärmende Sympathie überkam ihn für mich. Er hätte sie erst gerne um die Schultern genommen und sie herzhaft gebeutelt. In dem unteren Hotel, in dem sie wohnen, steht für den heutigen Abend irgendeine Tanzerei und Unterhaltung. Okay. Schau, ich, du machst das so und schau, der schiebt hier und schau, dann so bewegt sich. Schweigend und langsam dahingehend. Und schau, du kannst ihn das rausnehmen, schau, Papa. Du kannst ihn das rausnehmen. Blickte ihr ein wenig nach. Ist cool, oder? Absolut. Über Astas Geheiß hatte der ein Pokémon, ich will das schnappen, Papa! Schau, Papa! In der direkt gegenüberliegenden Ecke befand sich die geräumige und hohe Musikestrade, auf welche aber diesmal keine ländliche Kapelle etabliert war, sondern ein zwölfköpfiges Tanzorchester. Dies alles ging gegen Melzers Erwartungen. Es entsprach keineswegs dem, was er sich unter diesem Ausflug vorgestellt hatte. Etwa eine Ersteigung der Rachsbreite und danach ein kurzer Besuch auf der Widerstand. Etelka und Asta samt Begleitung. Bitte, hör auf! Etelka begrüßte der Blitz Metzer, hilft dir schon. Ohne eigentlich sogleich zu wissen, wer das ihm sein kann. Metzer saß neben Asta. Etelka tanzte mit Karl von Weber. Im Saale geriet alles immer mehr durcheinander. Schau, Papa. Die Dörfler übten das Tanzen mit Zähigkeit und Ernst aus. Auch Asta war mitfühlend. Eine etwas massive Bemerkung Etelkas war inzwischen vielleicht nicht nur am eigenen Tische vernehmlich. Asta erkannte, dass ihre Schwester einen Schwips hatte und ersuchte Melzer, ein Mineralwasser zu besorgen. Während der Schankbursche einige Kistchen rückte, trat Melzer unter die Tür. Um die enge Kurve der Straße kam plötzlich Licht. Jemand kam vorgefahren, ein später Gast. Der Herr Generalkonsul Frauenholzer aus Belgrad. Melzer hatte sein Mineralwasser bekommen und ging langsam wieder hinein. Glücklicherweise war Asta noch am Tische verblieben. Als er wieder neben ihr saß, machte er leise seine Meldung. Frauenholzer ist hier für jeden Augenblick zu erwarten, da er kaum schon zu Abend gegessen haben wird. Als Asta, um sich zu vergewissern, noch einmal fragte, erhoben sich Karl und Edelka und verließen miteinander den Saal. Frauenholzer, der inzwischen in einer Ecke des Speisesaals Platz genommen hatte, erwartete hier sein Abendessen. Etelka und Karl blieben, nachdem sie die Türe des Tanzsaales hinter sich geschlossen hatten, gleich bei dieser in dem anscheinend leeren Speisesaale stehen und begannen, einander abzuküssen, um alsbald nach rückwärts in den Wirtsgarten zu verschwinden. Gleich danach erschien der Kellner mit des Generalkonsuls Abendessen. Dieser nahm eine Gabel in die Hand und ließ sie wieder sinken. Wie der Druck einer ungeheuren Presse, so kam jetzt das Gewicht seines Lebensalters, das sich den 50 näherte, auf ihn herab. Hier war sie, die sich verändernde Niederlage, deren Kommen er schon bei der Abreise aus Belgrad gefühlt hatte. Schon war der Rückzug beschlossen in die letzte Festung, um sicher in Prinz Castell zu gehen. Aber wenn ich eines jetzt passen konnte, dann war es dies. Was ist kaputt? Zu sehen. Er warf die Gabel, die er hielt, auf den Tisch und erhob sie. Beine. Ich muss das Bein reinstecken. Die riecht unter dieselbe offene Tür, in der vorhin Melzer gestanden war,